Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Roll B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Vesperia, die Definitive Edition. So, in der letzten Folge sind wir hier noch in der Herakles ein bisschen rumgestreift, haben diesen Punkt hier erreicht und ja, hier sind keine Gegner mehr. Irgendwie tun die nicht mehr hier respawnen hier oben. Also ja, keine Ahnung wieso. Jedenfalls, ich habe wieder ein bisschen gegrindet, trainiert und so. Wir sind alle Level 48. Ich glaube, lass mal gucken. Ja, 6 Stunden. Das sind 3-2 Level je nach Charakter höher als beim letzten Mal und ja, wir haben alles gelernt, was es hier zu lernen gibt. Ich habe mit ihrem Charakter alles gelernt, was ich lernen kann mit den gegebenen Ausrüstungen und ja, ich habe ja noch mal mein Zettel vorbereitet, wo ich noch mal zeigen kann, was ich alles so an Arts gelernt habe. Das ist nicht viel versprochen. Wir haben einmal mit Yuri 100 Mal Schmetteradler eingesetzt, während wir Bastion ausgesetzt haben. Damit haben wir Schutzfeld erlernt. Sehr guter Angriff, damit kann sich Yuri jetzt heilen, finde ich sehr gut. So, Repeat, Sternstuppe auf Level 47 war das, glaube ich. Da ist ein Fragezeichen dran, aber ja. Was habe ich gesagt? Sternstuppe. Schon wieder was Falsches aufgeschrieben. Ich habe irgendwas Falsches aufgeschrieben, glaube ich. Oder ich bin blind. Ach nee, das war Raven. Raven, ich habe... Okay, boah. Ja, Sternschnuppen, da. Er hat auf Level 47 Fragezeichen Sternschnupp gelernt. Judith hat auf Level 47, glaube ich, Lunasturm gelernt. Ich habe dann immer mit Fragezeichen eingeschrieben, deswegen nehme ich mal an, ich war mir jetzt zu dem Zeitpunkt nicht sicher. Also auch Patty hat ein paar Sachen gelernt und zwar einmal 100 Mal Galtsuche mit Alembic hat uns Galtraub gebracht, was gar nicht schlecht ist. Dadurch kriegen wir ganz schön viel Geld, ehrlich gesagt. Ich habe auch gerade viel Geld. So, gefährliche Leiter hat sie durch Level 47 gelernt. Fragezeichen. Boom. Ist auch eine interessante Attacke. Und Zufallskarte auf Level 48. Da bin ich mir aber sicher, weil da ist kein Fragezeichen dran. Das war schon ein bisschen her. So. Repeat hat Phantomzahn gelernt auf Level 46. Muss schon sagen, habe ich hier irgendwie zu weit runter gescrollt. Nutzung ein, ja. Weil ich den gar nicht im Kampf hatte die ganze Zeit. So, und Flynn hat dämonischer Kreis gelernt auf Level 47. Fragezeichen da. Wir haben einen Schlag zu Boden. Und ja. Das war's. Mehr habe ich hier nicht an Notizen. Finde ich sehr gut. Und ja. Wie gesagt, wir haben alles gelernt. Wir haben nichts mehr zum Lernen. Das heißt, wir können jetzt einfach hier reingehen und ja. Machen wir aber weiter. Hier kommt eine Cutscene. Ich bin einmal da reingegangen, aber da habe ich gesehen, dass eine Cutscene, habe ich direkt ausgemacht und ja, weil ich gucken wollte, ob vielleicht noch hier was ist. Aber hier ist irgendwas und ja, mal gucken, was hier ist. Aber von wem? Sagt der, ja. Warum? Ich habe Yuri nicht im Team, also. Ach ja, Estelle müssen wir ja noch retten. Das ist schon wieder so lange, ja. アレクセイ、この要塞すら踊りに使ったのか。随分気前のいいことだ。やってくれるぜ。なるほどね。ヘラクレスに俺たちは騎士団を引きつけて、自分はその間にとんずらか。アレクセイ、どこまでもムカつくやつ。すぐ追いかけるのじゃ。 Sagen, der Typ, der steht jetzt nicht einfach nur so da. Okay.
せるためだけに邪魔してきてるの。救いようのない人ね。さあ、行こうぜ、ユーリー・ローウェル。Na gut, dann komm mal her. Na gut ist. Ich kann jederzeit trainieren. So, erstmal Nawa Angriffsform. So, Zagi, komm her. Ich habe jetzt keinen Heiler und so was dabei, weil ich jetzt nicht damit rechnen hat, dass jetzt ein Boss kommt. Aber gut. Okay, fertig ist hier. Ist der Sound voll, also weil die gerade am Reden sind, ne? Warum sind da keine Untertitel? Verstehe das doch nicht, das ist doch japanisch, was die da sagen. Oh, was? ¥1500 Gold gestohlen, sehr gut. Boom. Ja, ich glaube, wir machen den fertig. Wir sind ein bisschen überlevelt. Warum alles? Zu lernen, ja, hat ein bisschen gedauert, ne? Und ja, war irgendwie klar, ne? Aber egal, der Typ ist allgemein sehr nervig, also ja. Was? Oh Gott, oh ja, Überleben, da gibt's ja noch. Da war ja was. Warte mal, Raven hat doch, glaube ich, Spezial, ne? So, jetzt muss ich mal gucken. So. Wie setzt man die überhaupt noch mal ein? Ich weiß das gar nicht. So, Patty ist tot natürlich. Sobald ich Hand von ihr weglege, ne, geht sie drauf. Hier geht schon direkt auf uns los. Oh Gott. Aber den schaffen wir, kommen. Ich hätte lieber Flynn irgendwie dabei, der heilen könnte. Das wäre ein bisschen gut gewesen. Na komm mal her. Weil ich nicht weiß, wie man Mystic Arts einsetzt. Ich muss halt die, aua, schmecken. Ich muss mich heilen. Hat nichts gemacht. Was habe ich denn überhaupt? Ja, gut. Noch mal, komm. Macht leider nicht so viel Schaden, habe ich so gefühlt. Na komm her, ich bin schwierig, ich hätte die kritische Form an mit ihr. Wollte ich wieder zu viel, aber ein Ding dazu bekommen dadurch. Geschickt worden, okay. Aua! Auf immer auf mich zu schießen, man. So, dein Ding ist vorbei. Jetzt komme ich. Oh, sehr gut. Aber warum hat denn keiner R2 gedrückt? Wieder mich immer weghaut damit. Witzig. Oder ist die neue Attacke? So, sehr Glücksspiel. Mäßig. Muss ich mal raten, welche Karte als nächstes kommen könnte. Ich dachte den überhaupt nicht. Noch einmal ein bisschen. Ja. Mal, hör auf. Nicht anders. Auch. Dann eben gehauen. Bonk. Boah. Ich immer tausende Saltos machen, wenn er mich einmal trifft, ey. Was? Er ist gerade selber vergiftet.
nicht irgendwie ein Gegengift auf dich einsetzen? Ich versuche mal ein Gegengift einzusetzen auf dich. Geht das? Das ist irgendwie verdächtig. Und so B. Ausgerechnet jetzt. Na komm, na, voll abgebrochen, aber ich bin tot. Oder auch nicht. Danke, Raven. Hat der überhaupt eine Mystic Art schon mal eingesetzt gegen uns? Ich meine allgemein nicht in dem Kampf. So, Angriffsform. Ich muss zwar nicht heilen, aber oh, oh. Was? Okay. Was war das jetzt? Meinst du mit Quit? Keine Ahnung, wenn man so weit immer, aber wenn man diese Bonus-Herausforderung abzieht, dann kommt man meistens eine Trophäe. Also ja, keine Ahnung. Kann ich ja gleich mal nachlesen, warum ich das bekommen habe. Ah. Ja. Ah, Mann. Du bist ja, geh weg von mir. Aua, geh weg von mir. Ich eigentlich auf den los, ey, der ist überall niemand. Ah, ist doch mal gut. Den Angriff gar nicht machen eigentlich. Geh weg, geh weg. Jawohl. Da. Warum muss ich ihn so nah gehen, wenn ich den mit dem einen Angriff abballern will? Okay, weg. Geh weg. Raven, geh aus dem Weg, danke. Danke, alter Mann, dass du mir den Angriff hier abgenommen hast. Oh nein. Stein auf dich geworfen. Der gibt aber Nottöne von sich, ne? Yeah. So, nein, wie kannst du es wagen? Ich bin im Überlimit. Oh Mann. Hat er mich immer ein Überlimit hier. Oh, Raven, du brauchst ein paar TP. Oh Gott. Ah. Raus hier. Nur heil mich alle. Ja, mindestens, ne? Also wenn ich ein bisschen untergelevelt wäre, dann hätte ich sehr viele Probleme bekommen. Deswegen bin ich eigentlich schon froh mit dem Level, den ich hatte hier ab. Ja, sehr gut. Ah! Okay, ich wollte gerade mein Überlevel einsetzen, das habe ich nicht gemacht. Ja, lass mir erstmal aufstehen. Oder voll rausspringen. Ja. Ja. So, jetzt komme ich. So, jetzt lass mich was machen. Oh, ich bin im Dingsmodus, ehrlich. Wieso kann ich nicht unendlich Dinger machen? Ja. Bin mit der Pfanne angesprungen. Ich brauche ein paar TP, bitte. TP, bitte. Nein. Bin ich geschossen.
Hi. Haben die ihn zu mir rübergepasst, der hat noch 50.000 kommen. Ja, ich brauche ein paar. Deswegen geht es noch nicht. Jawohl. Aua. Na, ist mich gelähmt. Carol, du hast doch da was, ne? Sollte vielleicht auch mal ein Dings geben. Okay, ich heile mich schon selber. Bonk. Wenn ich mal in die kritische Form reingehen würde. Nein. Ja, das war okay. Warum nicht? Au. Oh, der hat nicht mehr viel. Geh weg. Der Mann, der hat noch keine Mystikarten, ne? Ja, verballer dein Überlimit bitte. Zyklon, sonst konnte er halt nicht aus Zink, aus Tales of the Abyss. Mein Lieblingsfakt aus Tales of the Abyss. Neben Jade. So, und weg bist du. Okay, da war nicht vor 16 Minuten. Geil, Mission 15, okay. Weiß wirklich nicht genau, was ich gemacht habe, aber okay. Na super. Siegel der Finsternis. Ja, Geil, Mission abgeschlossen. Keine Ahnung, was, aber okay. Guck ich gleich mal nach, nachher auch. Ja, ich war mitgekämpft. Boah. Haben wir ihn schon wieder irgendwo rausgespissen? Jetzt mal weit auf dem Boot, glaube ich. Okay. これでソディアたちも乗り込んでこれるだろう。エステル。どこに連れてかれちゃったの?リタ。アレクセイはエステルを道具としか見てない。このままエステルの力を使われちゃったら本当にエステルが星はみを引き起こしてしまうかもしれない。させないさ。だから俺たちがいる。そうだろ?リタね、元気を出すのじゃ。絶対 あいつを倒してエステルを助け出すのじゃ。そうね。もう一刻の猶予もないわ。このヘラクレスもきっとヘルメス式ブラスティアを使ってる。これだけのものを動かしているんだもの。早くアレクセイを見つけないと。バールにお願いしてエアルの乱れを追ってみましょう。エステルが力を使わされてるのならきっと見つかるわ。わかった。 Na, was? Ich muss den einfach. Weil der gleiche Kampf war. Weil der gleiche Strahl wie im Kampf, ey. Warum ist er noch mal so versessen auf Yuri? Ich habe vollkommen vergessen. Wenn ich halt erstmal hier getroffen, als der Estelle irgendwie, glaube ich, umbringen wollte oder so. Was? Schon wieder runtergefallen. Ja, guck mal, jetzt genau. Beautiful shout, das ne. Oh, halt er uns. Diego, teme, nan no tsumori da? Mata uchira no jama o suru ki ka?
アレクセイはザーフィアスにいる。帝国ばかりがパワフルになるのは都合がバッドバッドなのです。アレクセイはザーフィアスにいる。帝都ザーフィアスの貢ぎの兆しに秘密があるのだわん。デュインの息子が聞いとして2度のはずだったのに、ユウたちのプリンセスで代用しようとしてます。なんですって。エステリーゼ様をどうしようというんだ。 話し込んでる場合じゃなさそうよ。これまずいな。このままじゃザーフィアスの下町はペシャンコだ。リタ。無理よ。完全に壊れちゃってる。動力を止めるしかないよ。Nehmen wir einfach das Ding und schieben es woanders hin. Gambar des. Ja. So iu wake de. See you. Matsu no ja. Iegame. Was war das jetzt für ein Auftritt, ey? Ja, ich helfe euch, heile euch hoch, ne, aber jetzt helfe ich euch nicht mehr. Tschüss. Brave Vesperia no Boss to a ie. Iega dake wa yuzuru wake ni wa ikanai yo ne. あなたの交友関係に口を出すつもりはなかったけど。なんだよジュディ。あのザギという子だけは縁を切ることをお勧めするわ。俺だって縁切りたいっての。あの個性的な友達どこで知り合ったのよ。随分としつこく好かれてるみたいだけど。あ、それは、私が好きだったね。どういう馴れ初めじゃ。俺が帝都を飛び出すちょっと前に城の中で会ったんだよ。 あいつの最初の狙いはフレンだったはずなんだけど、いつの間にか俺に乗り換えたらしい。だいすあれ。変なのに思われて大変ね。まったくだぜ。あいつの愛は血と重すぎるわ。だいすあれ。 Na gut, warum nicht? Better love story than Twilight. Okay. Er ist ja voll versteckt, da sind noch ein paar magische Augen. Warum ist denn jetzt der Typ überhaupt gekommen und hat uns hochgreifen und gesagt, wo Estelle ist, wenn er jetzt sowieso wieder abhaut? Was ist denn hier los, Mann? So, oh, die sind jetzt fast alle auf dem gleichen Punkt hier, so Erfahrungspunkte mäßig. Die haben schon beinahe aufgeholt. Juri und Co. hatten schon voll großen Abstand eigentlich. Flynn ist immer noch weit entfernt, also. Also langsam. So, speichere trotzdem jetzt mal kurz. Einmal zur Sicherheit, damit ich diesen Bosskampf nicht noch mal machen muss. Weiß, was jetzt noch kommt. Boah, wie viel Geld ich jetzt habe. 300.000, ey. Seit ich ja letztes Mal hier weitergemacht habe. So, Gegner sind noch hier, okay. Dann mache ich einmal den hier. Und dann gehen wir, wo auch immer ich nur meinen muss. Ich muss da unten hin. Ich bin da ehrlich gesagt schon mal hingelaufen. Da waren Patronen, die habe ich eingesammelt. Da war jetzt nichts Besonderes drin, ne? Aber ich hätte gedacht, da könnte ich auch vielleicht noch irgendwie rein. Dann hätte ich euch da reingeschaltet und so, aber ging nicht. Da war diese Tür, wo wir als ursprünglich hier reinschleichen wollten, wo die ganzen Leute waren. Ich hoffe, ich laufe hier richtig. Ich weiß einfach jetzt nur hier runter, ne? Ja, glaube ich. Da muss ich dann noch einmal die Treppe, diese Tür da nehmen. Ne, sieht richtig aus. Also sagen wir jetzt hier, nee, ihr wollt ja nicht lang. <笑>団長こそが我らの従うべきお方、騎士の誉れだ。アレクセイ様に立てつく不倫こそ裏切り者だ。大丈夫か、ソディア。隊長、ご無事で。一人でこんだけの相手を倒すとは大したもんだ。助けを頼んだ覚えはない。素直に礼も言えないのか。
帝国騎士様は貴様に貴様などに死んでも礼などしない。このまま貴様を見逃すと思うのか。よすんだソディア、今はそんなことをしている場合じゃない。隊長、なぜいつもこんな奴を。ったく、何度も言わせるなよ。お前の相手をしてる暇はねえんだよ。あなたがやるというなら手加減はしないけどね。他にやることがあるから邪魔しないでよね。それはエステリーゼ様の救出か。そうだよ、だから剣を下ろして。そうそう、無益な戦いはやめにしようや。シュバーン隊長。俺様の名はレイブン、ちゃんと覚えておいてね。ユーリ・ローウェル、優先すべきことが片付けば必ずお前を処罰する。それがあんたの仕事だもんな。すごい putzig, wie sie versucht, irgendwie relevant zu sein für die Story, wenn sie mit uns Hauptcharakteren hier spricht. ちょうどよかった。外で交戦中の我が艦隊ですが、ヘラクレスとの火力差がありすぎて、このままでは持ちません。どうか直接指揮をお願いします。本格的に打ち合ってる音じゃん。指揮を。隊長、私一人では。いや、僕は。お前の部下のピンチだろ、行ってこいよ。しかし、こっちは私たちで何とかするわ。後で合流する。行くぞ。Ah, damit sind wir nur noch sieben, glaube ich. Ne? Flynn hat die Gruppe verlassen. Und er hat jetzt mein echtes Ritterschwert oder was auch immer der hatte mitgenommen. Egal. Wo schon da Klaue des Leviathans. 帝国ばかりに力を与えられないと言っていたわね。なら言葉通りの意味なんじゃない。なんか怪しげな工作員ってイメージ強いけど、あいつらの本職は武器商人のはずだから。帝国が独り勝ちしてたら世の中が安定しちまって武器が売れなくなるってわけが。そうだとすると納得できるでしょ。結局ろくなもんじゃねえな、戦争を長引かせようってことだからな。僕絶対に許せない。まあな。So, ich habe noch einen heiligen Trank aktiv. Lass mal gucken. Okay, da ist nichts. So, ich gehe mal hier durch. Ne, danke. Okay. Truhen habe ich wie gesagt schon geplündert. War nichts Besonderes drin. Und ja, da ist eine Truhe. Natürlich ist da eine Truhe. Warum? Oh, muss ich die echt noch mal platt machen? Ich habe so viele von euch schon getötet. Muss ich noch mehr von euch töten? Den Geld noch nebenbei klauen. Aber warum nicht? Einmal voll wenig. Also, nächstes Mal, wenn ich shoppen gehe, ist das alles schon wieder weg. Ey. Passiert voll schnell, ey. Wenn ich keine normalen Arts und Arcanarts aneinander knüpfen irgendwie, oder muss ich das auch erst als Fertigkeit hier ausrüsten oder besitzen, falls ich das noch nicht habe. Das ist normalerweise ein Standard, hatte normale Arts und dann Arcanarts hintereinander einsetzen kann. Ja, Zauber kann ich. Doch, kann ich. Aber ich kann irgendwie nicht. Außer Fresse. Veränderte Art kann ich nicht. Nee, warte mal. Doch, die konnte ich jetzt. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Alexei und die Herakles. Alexei,
制御室にいなかったね。おっさんに恐怖をつかまされたのじゃ。おっさんだって、まさかアレクセイがこんなでかいのを捨て駒にするとは思わなかったのよ。あれほど大事にしてたのにね。そんなに大事にしてたの？自分の船はとてもとっても大切なのじゃ。長い年月かけて作り上げた代物だしね。確かにこれだけの設備簡単には作れない。そいつを捨て駒にしたんだ。それだけ本気ってことだろう。さあ、おみしょっです。What？ ああ、ミミック。たまには楽しく行きましょう。さあ、カピオア。Oder wie auch immer man ausspricht. So. 42, 55.000. Da ist doch ein Spiel. Ich in der Normalform. Mal, geht eigentlich noch. Schickform. Hey. Irgendwie sind diese Viecher nie irgendwie voll stark. Oh, Dreck. Und dann Ketten. Ich meine, die haben noch voll weh getan, wenn die mich mal getroffen haben, ne? Boom. Na, nichts bekommen dadurch. Ah doch, ich wollte schon sagen, ja. Geld brauche ich nicht. Fällt mir gerade ein, ich habe gerade was bekommen, ne? Siegel der Finsternis, Erfahrungspunkte mal 1,5, Gegnerschaden mal 2, ach, das kenne ich. Das ist dieses Erfahrungsding, muss für den Kampf ausgerüstet werden. Dann nimmt man doppelten Schaden, bekommt aber mehr Erfahrungspunkte, genau. Gibt's auch in fast jeden Tales of Titel. Kann ich ja machen, um einige Charaktere hoch zu leveln. Ist hier irgendwas? Da ist was. Vagabund. Beinahe übersehen. Hab ich glaube ich noch gar nicht. Doch. So. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch ein Boss oder irgendwie so was. Was? Wie sind wir denn hier gelandet? Wir sind doch was? Wir sind gerade in den Aufzug gegangen. Wir sind mal nach unten gegangen. Ich glaube, wie oft haben wir eigentlich schon durchgekaut? Julia will was kaputt machen, Rita will es nicht. Die Waffen? Warte mal, ich dachte, Alex wäre doch jetzt in Saphias. Was? Was hat denn der vor? Habe ich ja mit der Story schon wieder nicht mit? Mein Nomus? それで AR の暴走を沈めてたもんね。できるの？やるしかねえんだ。やってみるさ。Warum will er denn? Warum will er denn die Dingens Saphias kaputt machen, wenn er doch selber da auf dem Weg ist gerade mit Estelle? Irgendwie was da zu holen oder irgendwas aufzumachen mit Estelle? Ich verstehe irgendwie nicht. Zitronengummi. So. Okay, ich wollte schon sagen. Ich muss etwas tun. Das neue Trudu steht genau da drin, ne? Okay. Sagen, ich kann trotzdem aufmachen. Geh weg, nicht anfassen. Ich wollte mich eigentlich auf der linken Seite noch umsehen, aber okay.
geht einfach und schmeißt das Schwert da so rein. Ach ja, das ist das eine Ding, was der kaputt gemacht hat, ne? Ein Intellekt, ja. Das ist jetzt die See, genau. Boah, das ist schon wieder alles so lange her. Ich komme mit der Story nicht mehr so klar. Wenn ich halt nur einmal pro Monat spiele, dann tut das, dann passiert halt sowas. So hat's geklappt. Ja, grün sieht gut aus. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Nein, nein, nein. Ja, genau. Dreht das Ding um. Flynn, das ist dein Plan, oder? Wir schieben das einfach in die andere Richtung. Gut. Wird halt eine andere Stadt weggeballert. Aus. Oh, daneben. Sehr gut. Warte mal, war da nicht die andere Stadt? In diesem Baum. Ja. Lass mich ran, das war Flynns Plan, oder? Mich irgendwie an die Zerstörung des Ballamtgartens irgendwie an Final Fantasy 8 erinnert, als die Raketen darauf zugeflogen sind. Und er ist dann abgehoben einfach. Epischste Szene im Spiel übrigens. Wahrscheinlich gesagt, bitte schlag mich nicht. もうここに用はね。ザーフィアスにエステルを救いに行こう。バウルを呼ぶわ。空の見えるところに行きましょう。エラクレスを取りにされて随分時間稼がれちゃったね。急ごう。意思がエアルを沈める。アパティアとエアル。リゾマートの公式とエステル。 Dafür ist es sicher. Naja. Der Typ ist immer noch da irgendwo. お友達に助けられたわね。でもすっごい強引なやり方。部下の騎士や私たちが中に至ってのに。フレンも帝都を守るために必死だったってことさ。それにいざとなったら体当たりってのはフレンのお箱だ。彼も激しいのね。 ユリの友達だもんね。 Okay. Na gut, also wir sind ja vollkommen sonst eingegangen. Danke, Flynn. Ruhe, nein, okay, gehen wir raus hier. Und dann. Komm schon, er ist doch draußen. Ich dachte, boah, ich müsste eigentlich hier noch am Balkon gehen und dann sind wir wieder draußen. Okay, dann gehen wir mit da unten hin, nehme ich an. Schloss geöffnet. Da sind wir jetzt da. Die drei Flitzpiepen sind. あそこでなんか叫んでるのフレンじゃないの？アリアン抜け出すってわけにはいきそうにねえな。
ウレンに悪いが、このまま行くか。いいの？後で文句言われるんじゃない？あいつのことには慣れてるよ。ジュリー、頼む。バウル。バウル、テートに向かって。ありがとう。みんな乗って。追いかけっこもここらで終わりにするぞ。 Gut. Mal ab zur Hauptstadt, vielleicht. So, hier passiert noch was gerade. Okay, das war cool. Oi, oi. Kekkai ga nai ze. Alexei no yarou no shiwaza ka. Shitai houdai ja no. Verstehe ich immer noch nicht, warum wollte er denn das Ding auf abknallen, wenn er sowieso da war? Will er irgendwie absorbieren oder was? Kein Plan. エアルの流れを追うわ。アレクセイがエステルとアパティアを使って何かしようとしてるのなら、必ずエアルの乱れが生じてるはず。バウル。 Man sieht ja alles oder spürt ja alles, was ich nicht spüre. Na, das ist eine Anime-Cutscene. Es geht schon direkt eiskalt weiter. Warte, benutzt das Schwert. Oder? Ja gut, da hat jetzt nicht so geklappt. Oh. Dreck. Ikiteru. Mina, ikiteru. ああ。生きてるっちゃ生きてるけど、無事かと言われると微妙よ。何本か骨いっちゃったっぽいわ。船もめちゃくちゃじゃ。許すまじ。アレクセイ。生きて。ユーリー。だよ。
ありがとう。よく頑張ってくれたわね。 Kann auch fliegen. エステルは。そうよ。急がないと。エステルの心配より自分の心配しろ。この体で乗り込めば確実に帰り討ちなのじゃ。ここはカプアノールの近くのようね。これさ、viel zu weit weg。 Sieht schon so ein bisschen. Ich weiß nie in den Tests aufspielen, wie weit ich bin, ey. 俺やっと家建てたところなんだぜ。冗談じゃねえよ。あ、全然あ、しょな、グッド。大変な騒ぎね。無理もないけれど。帝都の方も大騒ぎだろうな。あんたらどっから来たんだ。なんか聞いたりしてないか。いや、俺たちは。あんたたち、どうしてここに。 ひどいありさまじゃないか。何があったんだ。あんたか。ちょっといろいろあってな。いい医者を知らないか。ああ、知らないことはないか。じゃあ悪いけども、宿屋まで連れてきてくんない。俺らもう歩くのもくたびれて。分かった。待っててくれ。 どうもありがとうございました。助かったよ。ヘリオードから戻ってきてたんだな。はい、あの時はお世話になりました。あら、あなたもこの方たちと一緒に？のじゃ。なんだ、知ってるのか。まあ、マインデスクトップ。そうすかん、ワロン。送り届けた時に、一宿一飯のご恩なのじゃ。 ラゴーの屋敷を出た後な。ノールも失勢感が変わったおかげで、前よりは随分と暮らしやすくなったと思ってたのに、今度はあの空だ。それでね、ちょっと前にね、ドーンってすごい音がして、グラグラってなったんだよ。役人の人たちが様子を見に行っているとこなんです。ねえねえ、あの姉ちゃんはいないの？ そういえば、あの子ならあんたたちの怪我も治せるだろうに。どうしたんだ？あるバカ野郎がさ、悪いやつに渡しちまってね。それで今追いかけてるんだよ。そうか。悪いこと聞いたみたいだな。ごめんなさいね。しかも、ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Wie hat Alexei noch mal gefangen genommen? Er ist alles immer so weit entfernt, nachdem ich das letzte Mal gezockt hatte. Du hast dich von allen getrennt, okay.
Alles klar. Ja, ich habe dir ein Bild gemalt. Das ist ein Bild von dir. Ich möchte, dass du es dir ansiehst. Dann zeig es mir doch. Traut seinem Glück allein. Die Beamte ist gleich zurück. Wenn du möchtest, kannst du nach ihm in der Stadt suchen. Au. Au. Lärm und Erdbeben. Was könnte das sein? Dieser alte Mann braucht Ruhe. Zieht los und sammelt ein paar Informationen. Das ist genau das Richtige. Okay. Wunden heilen. In mein Alter nicht mehr so schnell. Ja, das ist genau das Richtige. Es gibt einen neuen Konsum. Die Dinge scheinen sich zu verbessern. Bis der sich wohl freuen wird, das zu hören. Er ist schon eingepennt. So, kann ich mal kurz speichern hier draußen. Hier ist ja normalerweise ein Speicherpunkt im Gasthaus. Ja. Gut, verschlossen. Ah, ich bin in Sofias geflüchtet. Was will ich jetzt aus mir werden? Hier stehe ich voller Kummer. Fortsetzung folgt. Was? Ich komme gerade aus Sofias. Mein Rat lautet, sich von dort festzuhalten, fernzuhalten. Der Captain der Kaiserlichen hat die Kontrolle übernommen und es herrscht eine sehr beunruhigende Stimmung. Gut, dann würde ich sagen, ich speichere hier. Gut. Das ist ein guter Punkt, um irgendwie einen Schnitt zu machen. Und ja. Dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Sieht jetzt schon so, weiß nicht, Ende der Welt Szenario irgendwie aus mittlerweile. Erst hat mich da erinnert, dass irgendwie Final Fantasy 7, als der Meteorit gerufen worden ist und man den dann immer am Himmel gesehen hat. Und ja, aber mal schauen, wie das hier noch so endet, ne, und wie weitergeht und so, ne. Gut, ich sage dann, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.